Die Terminservicestellen sind von der Politik gewollt, weil es angeblich für akute Fälle zu langsam oder nicht schnell genug Facharzttermine gibt. Ich denke, die Politik will einfach den Bürgern zum Munde reden und möchte populistischerweise auf angebliche Probleme eingehen oder auch vielleicht tatsächliche Probleme, die aber mit völlig unmöglichen Mitteln lösen. Die Fachärzte, die da sind, haben eine begrenzte Arbeitszeit, Lebenszeit. Selbst sie können auch die können nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. In den Gebieten, wo ein Fachärztemangel besteht, vermehre ich ja nicht die Fachärzte, wenn ich eine Terminservicestelle anbiete. Es wird irgendein Termin, der schnellstmögliche, bei irgendeinem Arzt sein, an irgendeinem Ort. Und das kann durchaus mit längeren Fahrzeiten verbunden sein. Also aus meiner Sicht ist das nicht notwendig. Wir haben in Deutschland die kürzesten Wartezeiten europaweit auf Facharzttermine.